Während mein Schleier aktiv ist, können sie mich nicht erkennen. Es sei denn, ich will es so. Wenn ihr ein Geist seid, unvorsichtig. Lasst mich einfach in Ruhe. Tatsache, konnten wir durch. Oh. Guck mal hier. Schön. Da brennt es. Wie auch immer ein brennender Wagen auf die Seite kam, der muss ja dann hochgeschleudert worden sein. So, das hier müsste dann das Rooster and Kitten sein. Yep. Das Rooster and Kitten. Ulvik, der Wirt, unterstützt den Widerstand. Okay. Dann rein da. Und vielleicht feiern? Ich weiß das nicht. Wir werden es gleich sehen. Denke ich zumindest. Ein bisschen Musik läuft. Ulvik hat nicht gerade die anspruchsvollste oder vornehmste Kundschaft. Und ich bin sicher, er ist froh darüber. Oh, es gibt hier auch ein paar von den Soldaten, was jetzt nicht so schlau ist. Das muss der Wirt sein. Ulvik war sein Name, glaube ich. Die Katze. Das sieht voll niedlich aus. Das ist ein Hahn, kein Hund. So. Was darf ich euch bringen, guter Mann? Wasser? Ich gebe nicht viel auf die Qualität des Wassers an diesem Ort. Aber dann habe ich wenigstens einen Becher und kann so tun, als würde ich was Stärkeres trinken. Wir sollten unseren Kopf nicht schleiern, unseren Geist verschleiern. Die Göttin weiß, dass ich kein Trinker bin. Was bestellt man, um unter den Gästen dieser schmutzigen Kaschemme nicht aufzufallen? Oder einfach gar nichts. Ich bin nicht hier, um zu trinken. Und Alkohol kann ich nicht gebrauchen. Er vernebelt die Sinne, verwirrt das Herz und befleckt die Seele. Gut. Dann nehmen wir Wasser und tun so, als ob. Ich nehme einen Becher Wasser. Wasser? Warum solltet ihr dieses eklige Zeug bestellen wollen? Ich fürchte, wir schenken hier kein Wasser aus, da. Tja. Hier ist euer Eure Freundin ist oben, die Treppe rauf. Freundin? Freundin. Ja, eure Freundin. Sie wartet schon auf euch. Ihr solltet eine Frau nicht zu lange warten lassen. Okay, danke für den Ratschlag. Noch ein Bier da? Nein, eure Freundin wartet immer noch oben die Treppe hoch. Bier ist zumindest nicht so stark wie Wein. Wenigstens ist es keine wilde, lärmende Menge. Ulvik hält sie im Zaum. Hey, okay, mit denen kann ich auch nicht reden. Kann ich überhaupt mit irgendwem reden hier? Die meisten Leute in diesem Lokal sind Tagelöhner und Hafenarbeiter. Ein perfekter Deckmantel für den Widerstand. Mhm. Sehr, sehr praktisch. Ulvik hat nicht gerade die anspruchsvollste oder vornehmste Kundschaft. Noch ein. Und ich bin sicher, er ist froh darüber. Bisschen Dolmari schneiden, der hilft in die Gänge zu kommen. General? Und dann gehe ich nach Hause. Das muss diese Freundin sein, von der Ulvik gesprochen hat. Okay. Sie scheint wirklich auf jemanden zu warten. Also, endlich seid ihr hier. Nicht die Leute, die wir suchen. Bitte, ich habe euch einen Platz freigehalten. Setzt euch hin. Okay. Wieso nicht? Lächelt. Wir sind alte Freunde. Erinnert ihr euch nicht? Ach so, ja klar. Daran erinnere ich mich keineswegs. Wer seid ihr? Nur so tun, als ich ob. Ich sage euch, wer ich nicht bin. Ich gehöre weder zum Widerstand, noch bin ich eine Asadi. Wenn ihr nicht zum Widerstand gehört und keine Asadi seid, für wen arbeitet ihr dann? Für niemanden? Ich arbeite für mich. Ja. Und ich kann euer Leben entweder leichter oder viel schlimmer machen. Ha. Warum? Was will sie von mir? Ich bin auf jeden Fall der Falsche. Das muss ein Irrtum sein. Der Wirt war sicher durcheinander. Diese Frau sucht nicht mich. Ist das etwa eine Drohung? Sie behauptet, eine Freundin von mir zu sein und dann droht sie mir? Nicht die beste Art, ein Gespräch anzufangen. Nee, ich bin neugierig. Wer im Namen des Schattens ist diese Frau? Wenn sie mich sucht, muss ich wissen, warum. Ich will euren Namen wissen. Ihr wollt meinen Namen wissen? So energisch wie ein eingesperrtes Tier. Ihr seid ein bekannter Mann, Kien Alvane. Apostel. Jeder will was von euch. Wie ich höre, ist sogar ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Na super. Ich fürchte, ihr habt mir gegenüber einen Vorsprung. Dann will ich euch aufschließen lassen. Ich habe so viele Namen, wie ich Freunde habe. Und Feinde. Manche nennen mich Anna. Was wollt ihr von mir, Anna? Dieser Ton gefällt mir. Ihr seid ein kluger Junge. Ich will eure Unterstützung. Aber nicht jetzt. Ihr trefft jemanden.
Da möchte ich ungern in die Quere kommen. Ich wollte nur eine Gelegenheit, mich vorzustellen. Das habe ich jetzt getan. Also wird es Zeit zu gehen. Besucht ihr mich mal? Meistens findet ihr mich abends an diesem Tisch. Und wenn nicht, kann Ulvik mir etwas ausrichten. Der große Kerl hinter dem Tresen? Achtet auf den Gockel, auf die Schürze, auf der ein Hahn und ein Kätzchen sind. Ist nicht zu verwechseln. Schon klar. Wir sehen uns, Freund. Wartet. Oh. Wie habt ihr durch meinen Schleier geblickt? Was? Ihr hättet mich nicht erkennen sollen, wenn ihr mich anseht. Es sei denn, ihr kennt mich sehr gut. Das heißt, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Kennt sie uns. Wir sehen uns, Alvane. Wer zur Hölle ist das? Anna. Interessant ist es auf jeden Fall. Und da sind die beiden da unten. Liko. Ständig wütend, aber genau der richtige Unterstützer in gefährlichen Situationen. Und Eno. Ich mag Eno wirklich. Sie ist flink, klug, kompetent und witzig. Ich glaube, ich verstehe sie nicht so ganz, die Hexe, aber ich mag die sie. Die hatten 6 Schnäpsel, dann gingen sie fröhlich. Das Gleichgewicht sei verflucht. Oh. Morgen werde ich das spüren. Da kann ich genauso gut noch ein paar trinken, bin eh schon völlig im Eimer. Das ist keine gute Einstellung. So. Ulvik der Wirt. Er ist ganz sympathisch und anscheinend ein Freund des Widerstands. Hey, ihr beiden. Wer war das? Was? Wer? Wo? Diese Frau. Wer war sie? Eine geheimnisvolle Frau, hm? Ich weiß nicht. Ich bin kein Kerl. Ich sehe mir nicht jede Frau an, die vorbeikommt. Liko? Hm? Hast du eine geheimnisvolle Frau gesehen? Nein. Ihr müsst öfter mal rauskommen. Sie hatte vielleicht auch einen. Ist das sicher für euch beide? Ein Schleier. Was? Oh, ihr spielt auf das hier an. Das Gesicht, das Fell. Die beiden da hinten. Das ist ein sicherer Ort. Okay. Aber hier trinken Asadi. Genau. Ulvik hat alles unter Kontrolle. Außerdem Gut. haben Magische noch Zutritt zur Stadt. Solange sie gültige Pässe besitzen und keine Waffen tragen. Keine Sichtwaffen. Habt ihr Pässe? Sicher doch. Aber es ist... Wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren. Es ist Zeit zu gehen. Okay. Ja, stimmt. Komm schon, Kien. Ihr habt Likos Prüfung bestanden. Ihr seid in Ordnung. Wir gehen zurück zum Hauptquartier. Prüfung? Oh, Liko? Liko? Ich habe euch gesagt, ich würde euch nicht trauen. Und jetzt tut ihr es? Nein, ich misstraue euch nur etwas weniger. Aber ihr wart gut. Ich werde euch nicht töten. Noch super. Nicht. Wisst ihr, jetzt ist er gerade echt freundlich. Eine Umarmung? Nein? Nein. Gut, Nein. Ich auch nicht. Tja, wir müssen wirklich los. Kommt. Okay. Dann folgen wir den beiden mal. Ich vertraue darauf, dass Liko mich nicht töten wird, solange der Widerstand mich braucht. Danach wird er sich gegen mich wenden. Ich sollte lieber bereit sein. Definitiv. Eno ist ein prima Gegengewicht zu Liko. Und ich weiß, er würde alles für sie tun. Warum kann ich das mir angucken? Okay, es geht auch nicht. Sagt er nochmal das Gleiche? Sagt er überhaupt irgendwas? Ich erinnere mich an den Tag, als ich seinen Vater getötet habe. Und ich erinnere mich an ihn. Er war genauso alt wie ich. Nur ein Junge. Verängstigt und wütend. Liko... Ständig wütend. Eno, unser Sidling. Sie ist von großem Wert für den Widerstand. Okay, dann geht's jetzt aber auf. Zurück. Wahrscheinlich. Zum Widerstand direkt. Warum sollten wir erst in die Stadt laden, um dann ein Stück zu gehen und dann wieder mit dem Schiff zu fahren? Das wäre ja Blödsinn. Oder auch nicht. Also, wie sah eure geheimnisvolle Frau aus? Dann verstehe ich, warum. Sie hatte langes, kastanienbraunes Haar. Und helle Haut mit Sommersprossen. Sie war wie eine Waldläuferin gekleidet. Natürlich war sie das. Genau euer Typ. Ich habe eigentlich keinen Typ. Wirklich? Ein Kerl wie ihr? Ich dachte, ihr wärt super wählerisch. Bin ich nicht. Bei der Göttin. Ich habe in meinem Leben nicht viel Zeit für Frauen gehabt. Springende Springfälle. Soll das ein Witz sein? Wie alt seid ihr? Guckt euch doch an, ihr seht umwerfend aus. Oh, danke schön. Wie ist das denn meinem Mund entschlüpft? Springende Springfälle? Nee, einfach nur... Nee,
Bleiben die jetzt da stehen? Der Schatten hole mich. Nicht, dass mit euch irgendwas nicht stimmen würde, wisst ihr? Ich hätte euch sogar verkuppeln können. Das genügt jetzt, Enu. Ich weiß nicht, das passiert einfach. Es ist eine Krankheit. Ich öffne meinen Mund und... Blurk. Das ist echt beunruhigend. So funktioniert das eigentlich nicht. Oh oh. Oh ja, die beiden brauchen ja Pässe. Was macht ihr hier draußen noch so spät? Trinken. Tanzen. Nur trinken. Geht nächstes Mal innerhalb der Mauern trinken. Eure Sorte brauchen wir nicht in unseren Kneipen. Schrecklich. Nein, da habt ihr völlig recht. Braucht ihr wirklich nicht. Lebt wohl. Oh. Sie macht es echt gut. Oh Mann. Tanzen? In dem Augenblick kam es mir wie eine angemessene Antwort vor. Erzählt mir nochmal von dieser Prüfung. Ich dachte mir, dass ihr schnurstracks zu euren Herrinnen lauft, Alvane. Ihr könntet von Nutzen für uns sein. Eine Zeit lang. Ich werde euch trotzdem töten. Nichts, was ihr tut, kann je eure Schuld gegenüber meiner Familie und meinem Volk begleichen. Heiteres Thema. Schuld? Das geht dich nichts an, Sittling. Das ist eine Sache zwischen dem Apostel und mir. Sittling? Wirklich? Wirklich? Du weißt, dass ich kein Sittling bin, stimmst du, miese Peter? Ich bin volljährig und ich hab's schon mit mehreren... Schon wieder diese Mundsache, Sittling? Okay, sie ist wirklich lustig. Wo sind denn die Leute alle? Oh. Im Bett, schätze ich. Es ist spät. Er hat recht. So leer ist es nie. Irgendwas stimmt ja, nicht. Ja, vor allem die Waren sind wir noch zum Teil draußen. Beeilen. Das stimmt fast nicht. Oh oh. Was ist los? Attentat. Was machen wir jetzt? Es könnte auf jeden Fall. Das fliegt in unsere Richtung. Was mache ich? Ha! Einfach in der Luft gefangen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Wir wissen nicht, wie viele von denen hier sind. Okay, auf geht's. Gut gefangen, Kian. Das hat er doch gut gemacht, was, Liko? Er hat überlebt. Das kann man nicht. Das war akzeptabel. So langsam erwärmt er sich echt für euch. Er wird uns doch zum Töten wollen. Sei Dank, dass unser Boot noch hier ist. Sonst hätten wir eins klauen müssen. Das bedeutet, ihr Jungs, ihr seid die Damen. Ja. Das war nur ein Witz. War schon klar. Oh, na schön, ich gehe zuerst. Ich habe gelacht, innerlich. Ja, du wärst explodiert. Ich glaube nicht, dass dein Körper Lachen verkraften kann, Liko. Oh Mann, die beiden sind aber auch echt ein lustiges Duo. Ein bisschen anstrengend, aber ist lustig. Der eine total kalt, naja, rachsüchtig. Und die andere ganz quirlig, sehr direkt auch. Und ja, das passt einfach gut zusammen. Beziehungsweise überhaupt nicht. Und das ist der Sinn der Sache. Ich bin froh, dass ihr alle sicher zurück seid. Wie ist es gelaufen? Kian war fantastisch. Er hat uns sogar das Leben gerettet. Ich hätte den Pfeil gefangen. Ich weiß, aber getan hat es Kian. Und das war fantastisch.